Weshalb wollen Sie die beiden Geschäfte Kampfflugzeuge und Bodenluftabwehr trennen? Ja, die Frage der bodengestützten Luftabwehr ist eigentlich unumstritten. Das ist ein ordentliches Beschaffungsprojekt, das auch über den ordentlichen Weg behandelt werden kann. Hingegen die Frage der Kampfflugzeuge ist weit mehr umstritten. In den letzten zwei Fällen hat man die Flugzeuge in die Volksabstimmung gebracht. Und es gibt auch einen Parlamentsentscheid, der verlangt, dass die Flugzeuge einer Volksabstimmung unterbreitet werden. Deshalb gehen wir diesen Weg. Der Typ des Kampfflugzeuges ist für mich überhaupt nicht relevant. Es geht darum, dass wir die Sicherheit für die Bevölkerung garantieren können. Und da müssen wir das Flugzeug auswählen, welches das am besten garantiert, unabhängig von der Typfrage. Die Bodentruppen, wie die gesamte Armee, muss sich natürlich an den neuen Bedrohungen orientieren. Das heißt, wir haben nicht mehr konventionelle, traditionelle Ereignisse, wie sie vielleicht noch im Zweiten Weltkrieg waren. Es sind neue Bedrohungen hinzugekommen im Bereich Cyber, aber auch im Bereich beispielsweise von Attacken auf kritische Infrastrukturen. Deshalb müssen auch sich die Bodentruppen anpassen, mobiler und modularer werden. Also künftig wird es keine Panzer mehr geben? Das kann man so nicht sagen. Es wird sicher weiterhin werden die Fähigkeiten von Panzern auch noch gebraucht, aber eben vielleicht mit mobileren Fahrzeugen.